Die Kulturbrauerei stellte ihre Nutzung schon zu DDR-Zeiten ein, weil man auch damals schon sich konzentrierte auf wenige moderne Brauereien, zum Beispiel die heute einzige Brauerei, die ehemalige Schultheiß-Brauerei in Hohenschönhausen an der Indira Gandhi-Straße. Das war schon zu DDR-Zeiten die modernste Brauerei und heute ist es die einzige. In der Kulturbrauerei, in der stillgelegten Kulturbrauerei, begann man schon zu DDR-Zeiten die verschiedensten Nutzer unterzubringen. Heute ist es eine Konzentration auf Kulturstätten, Ausstellungen, Veranstaltungen. Durch die sorgfältige Restauration des riesigen gelben Backsteinkomplexes ist es also auch eine besondere Attraktion unter den Berliner Brauereien.